Er ist gekommen, um zu bleiben. Miroslav Klose ist zurück in München und hat seinen Platz am Campus des FC Bayern gefunden. Hier trainiert er jetzt die B-Junioren, also Spieler im Alter von 15 und 16 Jahren. Und hat noch eine weitere Mission. Oh, lauf durch, lauf durch, lauf durch. Mannschaftsübergreifend neue Stürmer-Top-Talente zu formen. Weil wir der Meinung sind, dass wir noch bessere Stürmer rausbilden sollten. Vielleicht hat man das auch ein bisschen gemerkt, dass wir da ein bisschen Probleme haben in Gesamtdeutschland, dass der Mittelstürmer ein bisschen fehlt. Und wir haben einer der besten Stürmer der Welt hier. Und wenn es einer weitergeben kann, dann er. Aber von Anfang an. Der neue U17-Trainer Miroslav Klose, der seine aktive Karriere als Spieler vor 2 Jahren beendet hat, hat von 2007 bis 2011 für den FC Bayern gekickt und dabei in 150 Spielen 53 Treffer erzielt. Der WM-Rekordschütze war an je 2 deutschen Meisterschaften und DFB-Pokalsiegen beteiligt, hat also 2-mal das Double geholt. Die FC Bayern-DNA hat er im Blut. Ja, die DNA war immer in mir drin. Und München ist eine fantastische Stadt. Und wenn ich diese Möglichkeit hier bekomme, dann ist natürlich klar, dass es umso schöner ist. Miroslav Klose macht den nächsten Schritt. Er tauscht seinen Job bei der deutschen Nationalmannschaft, bei der er zuletzt das Trainerteam um Jogi Löw als Stürmertrainer verstärkt hat, gegen den an der Seitenlinie bei der U17 des FC Bayern ein. Jetzt habe ich die A-Lizenz und jetzt muss ich alleine auf dem Platz ausprobieren, Sachen und so, Erfahrung sammeln, lernen und so. Und da kommt mir das natürlich recht, dass FC Bayern auf mich zugekommen ist und mir so ein Angebot gemacht hat. Da ist natürlich schwer, Nein zu sagen. Jeder hatte große Augen, jeder war erstmal ein bisschen erstaunt, obwohl wir wissen, wer eigentlich in die Kabine reinkommt. Aber es war auf jeden Fall auch was Besonderes für uns. Ich glaube, dass wir vom Herrn Klose auch sehr viel lernen können, weil er auch Profi war und auch Weltmeister wurde und da können wir, glaube ich, uns sehr viel abschauen. Wie bei den Profis steht hinter ihm natürlich ein ganzes Team. Der WM-Rekordtorschütze und sein Co-Trainer Slaven Skelečić arbeiten vor allem sehr eng mit Torwarttrainer Gospodarek sowie einem Athletiktrainer und Physiotherapeut zusammen. Mit dem WM-Rekordschützen Miroslav Klose haben auch neue Ideen am Campus Einzug erhalten. Deshalb trommelt er die Offensivtalente der jeweiligen Jugendmannschaften zusammen. Hier von der U14 bis zur U16 und macht ihnen ganz deutlich, worauf es ihm ankommt. Nochmal kurz halt bei dem letzten Ball, Jungs. Es ist wichtig, wenn wir hier zum Abschluss kommen, dass wir die Chance erhöhen, beide Seiten zu sehen, beide Pfosten. Deswegen kommen wir auf Mitteltor zurück. Von hier können wir beide Seiten spielen. Wenn wir flanken, dass wir das richtige Timing haben, ja, sprich im Rücken vom Gegenspieler weglaufen, damit er immer zum Ball zu uns schauen muss, zum Ball, ja, damit er nicht beides sieht. Wenn wir vor ihm oder neben ihm stehen, sieht er beides. Ja, und wenn wir im Rücken sind, können wir viel besser den Ball attackieren von dem Winkel. Das ist ein einfaches Beispiel. Jetzt das dritte Tor von Bayern gegen Leverkusen. Ja. Hammes ist jetzt nicht der Kopfballspezialist, aber da stimmt das Timing. Er kommt vom Rücken, ja, und der springt hoch, ja, vor den Gegenspieler. Super, super Tor. Und genau das ist das, was wir trainieren. Zumindest mit den Stürmern. Aber das ist gewissermaßen nur die Kür. Doch auch die Pflicht ruft. Denn mit dem Auftakt der Bundesliga-Saison der B-Junioren wird es auch für Miroslav Klose zum ersten Mal richtig ernst. Sein Debüt als Head Coach wartet. Also wenn die so heiß sind, die Jungs wie ich, dann werden wir gewinnen. Ja. Nein, es ist wirklich eine große Vorfreude da. Also es kann jetzt endlich losgehen. Campus muss eine Festung für uns werden. Und dann können wir morgen den ersten Schritt machen. Der erste Schritt. Im ersten Pflichtspiel der B-Junioren-Bundesliga gegen Aufsteiger Wien Wiesbaden. Austragungsort, der eigene Campus. Der Anfang des FC Bayern, etwas holprig. Vor heimischer Kulisse und dem neuen Trainer wirkt die Mannschaft zu Beginn verunsichert. Und Klose an der Außenlinie? Nachdenklich, ruhig. Es gibt so viele Eindrücke, was die Jungs halt an dem Tag hatten mit Campus, mit Zuschauern, mit erstes Spiel hier, Bundesliga, alles neu. Ja, haben sehr wenige Spieler das erlebt bis jetzt von meinem Kader. Und du hast gesehen, die haben richtig halbe Stunde gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Nach der etwas nervösen Anfangsphase wird der Münchner Nachwuchs aber von Minute zu Minute stärker.
In der zweiten Halbzeit spielen sie den Ballbesitzfußball, den sich die Trainer wünschen. Und mit zunehmender Spielstärke wird auch Miro Klose an der Seitenlinie lauter. Kurze Anweisungen von außen. Sind die eher zur Beruhigung der Trainerseele oder kommen die auch bei den Spielern an? Ich glaube schon, dass sie es mitkriegen. Ja. Wenn nicht, dann sage ich es nochmal in der Halbzeit, spreche ich es an. Aber ich glaube schon, dass es bei denen ankommt. Einfach ohne Foul! Macht am Ende eine gelungene Premiere mit einem 3:1 Heimsieg für Miroslav Klose als neuer Trainer der U17. Dem die Erleichterung nach dem Spiel deutlich anzumerken ist. Ich könnte mir vorstellen, so ein kleines Kribbeln war auch vielleicht bei Ihnen heute früh. Absolut, war da. Sogar ein großes Kribbeln. Da habe ich mich echt richtig drauf gefreut und so. Ja. Das muss man schon sagen. Ja. Zurück im Trainingsalltag. Die rechte Hand von Miroslav Klose ist Slaven Skelicic, der bereits als Nationaltrainer Afghanistans und anschließend als A-Jugendtrainer eines chinesischen Erstligisten gearbeitet hat. Genau wie Miro ist der 46-Jährige diese Saison neu mit an Bord. Beide teilen sich ein Büro und sind bereits jetzt ein Herz und eine Seele. Ja, ich sehe ihn definitiv mehr als meine Frau. Eine bessere Zusammenarbeit kann man sich nicht wünschen. Miro Klose ist eine Legende, er ist Weltmeister, er hat so viele Titel gewonnen, er ist aber total bodenständig. Es macht total viel Spaß, wir machen alles zusammen, egal was es ist, alles was den sportlichen Bereich anbetrifft, stecken wir immer die Köpfe zusammen und versuchen das Bestmögliche herauszuholen. Und ehrlich gesagt, ich kann mir keinen besseren Cheftrainer vorstellen, beziehungsweise einen besseren Menschen, mit dem ich über Fußball diskutieren kann. Ein wichtiger Bestandteil des Über-Fußball-Diskutierens und der Trainingssteuerung ist die Videoanalyse. Analyst Christian sitzt dafür mehrmals die Woche mit dem Trainer-Duo zusammen. Die Analysearbeit in der Jugend, ganz klar angelehnt an die Vorgehensweise bei den Profis. In erster Regel geht es ja darum, das letzte Spiel sozusagen zu analysieren, die Spieler nach vorne zu bringen, das rauszuschneiden, was schlecht war, was auch gut war, was taktisch bedingt war, was motivationsmäßig bedingt war, also verschiedene Rubriken. Das tut Christian vorschneiden sozusagen, präsentiert es uns und wir sagen, machen noch eine kleine Auswahl oder noch eine Ergänzung oder irgendwie. Und irgendwann geht es dann, switcht es um in der Woche, dann konzentrieren wir uns auf den Gegner. Wir machen uns dann einen Matchplan oder ein Spielkonzept, wie wir gegen Hoffenheim jetzt zum Beispiel gewinnen. Apropos Hoffenheim, das Spiel gegen die TSG am 5. Spieltag galt als erster echter Härtetest. Die Hoffenheimer B-Jugend, bis dahin ungeschlagener Tabellenführer. Doch mit gleich 6 Spielern des jüngeren Jahrgangs 2003 in der Startelf boten die Klose-Schützlinge den Hoffenheimern von Anfang an Paroli. So stelle ich mir meine Jungs halt vor, ob es jetzt gut oder schlecht taktisch gesehen auf dem Platz ist, aber diese Einstellung müssen die Jungs an den Tag legen. Die Einstellung also, erstklassig. Die Mannschaft berücksichtigt, was dem Trainer wichtig ist. Spiel temporeich. Verteidigt den Ball gut, macht am Ende einen 2:1 Sieg. Also ich glaube, das, was ich gesagt habe, haben sie sehr gut umgesetzt. Also wir haben sehr kompakt agiert, das ist eine spielerisch sehr gute Mannschaft ist, Hoffenheim. Und ärgerlich mit dem 2:1, war noch beim Schlusspfiff schon, aber mit der Leistung bin ich sehr, sehr zufrieden. Es scheint, als haben sich Trainerteam und Mannschaft gesucht und gefunden. Gegen den Tabellenvorletzten SSV Ulm polierte FC Bayern Nachwuchs sein Torkonto mit einem 6:0 Sieg auf und ist damit weiter am Campus ungeschlagen. Das U17-Team, schon in kurzer Zeit zu einer eingeschworenen Gemeinschaft geworden, die zusammenhält und füreinander einsteht. Die nächsten Jahre wollen wir als Mannschaft, denke ich, trotzdem noch, auch wenn schwer wird, zusammenbleiben, so alle. Wir verstehen uns sehr gut. Und mein persönliches Ziel ist es, dass ich jetzt die nächsten Schritte mache und mich weiterentwickle und dann schauen, was kommt. Jeden Spieler individuell verbessern und den Teamgeist beschwören. Das ist Miroslav Kloses vorrangiges Ziel.
Er hat natürlich auch einen besonderen Draht zu den Spielern. Also ich denke, er kann uns sehr viel beibringen, auch weil er selber eben viel Erfahrung hat. Und es hilft uns auf jeden Fall sehr weiter. Die größte Freude des neuen Trainers ist das, die Jungs auf dem Platz zu sehen. Also ich glaube, ich war früher so gern auf dem Fußballplatz. Es gibt nichts Schöneres und das versuche ich den Jungs natürlich zu vermitteln. Und wenn dabei dann ein neuer Stürmer für den FC Bayern und vielleicht sogar für die Nationalmannschaft herauskommt, er wird mit Sicherheit gern genommen.